Let's go. Wir müssen ein bisschen hier den Stau eindämmen, ne? Wobei, es geht eigentlich so ein bisschen, ne? Servus, Thüringer Agrar. Moin. Wir haben Buslinien jetzt mittlerweile. Die fahren auch alle hier. Wir müssen gleich mal gucken, ob sich das überhaupt rentiert. Und dann bauen wir hier mal ein großes Parkhaus jetzt hin. Ich glaube, das ist ganz gut. So. Lass uns mal gucken, Leute. 160 passen da rein. Das Unterirdische? Komm, wir wollen ein unterirdisches Parkhaus, Leute. Bäm. So. Haben wir gebaut. Schnell mal die Preise anpassen hier. So, dann gucken wir mal, ob das denn hier auch genutzt wird, ne? Dieses große Parkhaus. Ob die Leute das hier wirklich nutzen werden, ne? Da bin ich mal echt gespannt. Er sieht auch geil aus, ne? Guck mal. Hat was. Ich finde das, echt ganz cool, ey. Die Frage ist, ob es jetzt auch hier genutzt wird auf der Straße. Ah, guck mal, da kommt der Erste. Mal gucken, ob sich das dann alles erledigt. 2000 sind wir in den Miesen aktuell. Aber ich glaube, die werden es nutzen. Guck mal hier, siehst du? Guck mal, jetzt kommen die ganzen Autos von da hinten, kommen jetzt hier rüber und fahren jetzt hier hin. Parkplätze, wie viel haben wir? 200 Parkplätze. Oh, guck mal, die kommen jetzt alle. Das ist schön. Guck mal, da kommen die ersten Autos rein, ne? Und unterirdisch ist, glaube ich, auch vom Platz her recht groß, ne? Also, da ist halt richtig viel Platz. Und ich glaube, die Busse kommen dann auch ein bisschen besser durch. Guck mal, die fahren hier richtig rein, ne? Guck mal. Geil, wenn auch wenn die Schranken noch aufgehen würden oder hier. Mich würde interessieren, wenn das voll ist, ob es hier auch rot angezeigt wird. Das wäre vielleicht auch interessant. Weiß das einer von euch vielleicht hier? Guck mal, die Leute spazieren ja auch überall lang. Und es fühlt sich relativ fix, ne? Schaut mal. Und da kommen die alle raus hier aus dem Ding. Und können dann rüberlaufen hier zum Bahnhof. Echt gut gemacht. Oh, wir brauchen Bürogebäude, Leute. Vielleicht könnten wir hier ein paar Büros... Ah, Büros, wir gucken mal. Gucken mal, vielleicht hier ein Bürogebäude hinsetzen. So ein paar Bürogebäude. Weil dann können die Leute hier nämlich auch direkt parken, ne? Am Busbahnhof, glaube ich, ist eine gute Idee. Hä? Was macht er denn hier? Lol. Wieso, wo fällt er denn hin? Ah, das ist wahrscheinlich unterirdisch der Parkplatz. Es ist ein Bug. Lol. Aber ich glaube, das wird echt gut genutzt, ne? Guck mal. 30 Leute sind da schon drin. Hier ist auch viel Verkehr. Warum ist hier viel Verkehr? Ah, wir haben immer noch... Ach, guck mal, wir haben immer noch die eine Zufahrt. Wir müssen mehr Zufahrten bauen, Leute. Guck mal. Wir bräuchten noch eine andere Zufahrt irgendwie. Vielleicht, dass wir hier vielleicht noch hier unten rum eine Zufahrt bauen. Das geht ja, glaube ich, mittlerweile relativ simpel, ne? Wir haben ja die Kreuzungen und da könnten wir hier noch eine Abfahrt bauen. Geht das? Warte mal. Und wir haben hier noch so ein Spezialgebäude. Luxuriöses Wohnhaus. Was bringt denn das? Warte mal. Wohlbefinden. Das könnten wir vielleicht... Ne, da nicht. Da kommen Büros hin. Hier so hinbauen. Guck mal. Oh, guck mal, hier so ein schickes Gebäude. Nice. Gut, da kümmern wir uns erstmal um das Verkehrsproblem hier.
Weil hier Stau, weil die alle nur einen Zubringer haben. Das heißt, wir könnten den Verkehr vielleicht von hier oben hier runterführen. Und dann hier über die Straße. Aber ich glaube, es ist nicht so gut für die Siedlung hier. Wobei, das verläuft sich ja dann. Lass uns mal auf Kreuzungen gehen. Das war ja das hier, ne? Guck mal, da kann man nämlich hier... Kann man das hier nicht direkt dran bauen? Ging das hier nicht? Das ging doch irgendwie so. Oder nehmen wir das hier. Ne, es ist das. Ah, ich glaube, das ist blöd, weil... Weil hier eine Brücke dazwischen ist, ne? Warte mal, ich kaufe mal das Gebiet hier nebenan. So. Da müssen wir natürlich hier auch wieder anpassen, von der Höhe her. Wobei, das können wir, glaube ich, gleich noch machen. Dann würde ich hier noch eine Abfahrt machen. Was ist denn hier unterirdisch? Warte mal kurz. Das war schon unterirdisch. Haben wir da unterirdisch auch noch eine Bahn? Nee, das sah erst so aus. Musste erst die alten Straßen löschen? Nee, ich habe das bei Debitor gesehen, dass das hat funktioniert. Tiralon. Letztens hat er einfach drauf platziert. Das ging. Also ich meine, das ging letztens bei irgendjemandem. Bei irgendjemandem im Stream habe ich es gesehen. Dass man das einfach so bauen konnte. Ah, hier sind noch die ganz... Hier, seht ihr? Guck. Seht ihr? Funktioniert. Zack. So, fertig. Ha! So, Leute. Und jetzt ihr. Sehr schön. Guck mal. Das funktioniert. Tipptopp. So, da will ich jetzt die Straße hier einfach weiterführen und dann hier so eine Schnellstraße bauen. Guck mal, Tiralon. Einfach ein bisschen Glück haben, ne? Das ist ja geil. Das funktioniert. Ist jetzt vielleicht nicht ganz gerade, aber... Ich würde jetzt mal hier die Straße weiterbauen. Das ist, glaube ich, auch eine große Straße hier gewesen, ne? Da müssten wir noch ein bisschen planieren und bauen. Wartet. Guck mal, wie viel... Oh, gespeichert. Wie viel Baugrund wir hier haben. Ein bisschen aufpassen wegen dem Wasserpegel, ne? Weil nicht, dass wir hier Überschwemmung gleich haben. Das wollen wir natürlich nicht, ne? Mach's mal ein bisschen kleiner. So, ich baue mal die Straße jetzt hier weiter. Da könnten wir die hier so runterbauen. Oder wir lassen die anders durchlaufen. Müssen wir mal gucken.
So. Warte mal, wie ist das denn hier angebaut? Ah, das mündet in einer... Ich würde das in der Schnellstraße bauen lassen. Vielleicht sollten wir hier ein bisschen abflachen. Warte mal. Wir könnten das ja hier... Boah, 5000 Miese, ey. Das ist natürlich ganz schön viel. Zum Glück kostet das nichts hier. Wir könnten das natürlich ein bisschen abflachen hier, ne? Schnellstraßen. Das ist eine vierspurige Schnellstraße. Noch größere, sehr breite Straßen. Eine achtspurige Straße. Oder wir machen das hier. Oder Schnellstraßen lieber. Ich würde erstmal sagen Schnellstraße. Aber die ist halt nicht so breit, ne? Oder wir bauen die hier parallel. Warte mal, geht ja auch, ne? Kann er hier auch parallel bauen. Mittlerweile, guck mal. Ja, ich weiß... Das wäre dann die einfache hier, ne? Ja, machen wir mal Zweier. So, guck mal, jetzt haben wir es hier schon mal angebunden. Und da könnten wir dann... so ein bisschen abflachen. Kriegen wir das hin? Dass wir die hier so ein bisschen runterbauen, ne? Jetzt haben wir jetzt eine vierspurige Parallelstraße, ne? Es führt, glaube ich, nicht zum Stau. Ich meine nicht, aber führt das nicht wieder zum Stau vor der Siedlung? Die ist vierspurig. Ich glaube, nein. Ich weiß nicht, wir müssen es mal testen. Wir müssen das mal testen, Leute. Ob das... Warte mal, ich mache das jetzt gleich wieder weg hier. Dann bauen wir noch so Mauern hin. Ich könnte ja hier rüber auch noch bauen. Ah, wobei, nee, es geht hier gar nicht, ne? Verdammt. Oder kann ich das hier einschränken? Warte mal kurz. Kann ich das hier wegziehen? Ja, ne? Guck mal, das... Warte mal, wo habe ich jetzt... Ja, genau. Wir könnten das hier wegziehen und dann bauen wir da hinten auch noch eine Verbindung dran. Dann fahren die hier über die Schnellstraße. Das würde halt auch noch gehen. Jetzt ziehen wir nämlich das mal hier ein bisschen rein. Nehmen wir halt ein bisschen was weg. Und das hier auch. So, und hier müssen wir auch noch ein bisschen was wegpacken von dem anderen. Weil dann können wir nämlich hier vielleicht sogar noch... Das müsste gehen. Mit so einem kleinen Bogen. Dann ziehen wir die hier durch. Vielleicht mit einem kleinen Kreisverkehr hier und dann geht es wieder weiter. Wäre jetzt so meine Idee. Ich weiß es nicht. Dann würden wir die Straße halt hier anpassen.
Ich glaube, das ist das, ne? Was ist das hier? Ich meine, das müsste gehen. Oder wir leiten die direkt hier hinten rein. Und dass wir das hier gar nicht nehmen. Da würde ich aber die Höhe mitnehmen und da würde ich hier eine Brücke bauen und dann da hinten runterführen. Das wäre, glaube ich, cooler. Oder? Was meint ihr? Also ich würde das cooler finden. Dann reißen wir das nochmal weg hier, warte. Ach, wir haben die ganz große hier genommen, oder was? Ach nee, da geht's ja rüber. Müssen wir gleich ein bisschen manuell bauen. Aber ich glaube, das kriegen wir gut hin. Warte, die hatten wir, ne? Kriegen wir das hier hin? Ah, das müssen wir ein bisschen höher bauen, ne? Warte mal. Da müsste, glaube ich, noch ein bisschen höher. Bei... Ich gucke mal, ob ich das hier gerade hin... Ja, das ist... Oder wir machen die freie Wahl, warte. Die Straße weitergehen, versteht ihr? Warum hebst du nicht das Gelände an bis zum Fluss? Hätten wir eigentlich auch machen können, ne? Stimmt. Das wäre einfacher gewesen. Stimmt, du hast recht. Es war zu einfach, Andi. Es war zu einfach. Aber ja, du hast recht. Macht mehr Sinn. Macht mehr Sinn. Manche Sachen sind halt zu einfach. Einfach kann ja jeder, ne? Sieht bei dir schon echt sehr gut aus. Bekomm das nicht so hin. Ach, ich habe auch durch Übung Monte Carvalho Mahlzeit erstmal alles gelernt hier. Also es ist... viel, viel Übung. Ist jetzt meine dritte Stadt, die ich baue seit Release. Ich habe jetzt, glaube ich, knapp 30 Stunden erst gespielt. Gibt natürlich Leute, die schon viel, viel mehr gespielt haben. Aber es macht Spaß. Es ist cool und man probiert sich immer mal wieder aus. Ne? Übung macht den Meister und Scheißer auch. Ja, Klugscheißer gibt es halt auch überall. So, guck mal, jetzt haben wir hier so schön Canyon. Ah, warte mal. Ey, da hätte ich eine super Idee. Sekunde. Mal, da können wir das hier in so einen kleinen Canyon laufen lassen hier. Das können wir gleich nochmal ein bisschen anpassen. Lohnt sich das Ultimate Pack? Ich habe es mir einfach geholt. Also. Ich weiß nicht, was da jetzt Spezielles mit dabei war, wenn ich ehrlich bin. Beziehungsweise ich habe einen Key bekommen. Aber die Standardversion reicht auch erstmal aus. Ich weiß aber nicht, ob du upgraden kannst auf eine andere Version. Das weiß ich leider nicht. Ich glaube, da würde ich hier einfach auch nochmal erweitern, ne? Dann würde ich hier... Warte mal. Du brauchst jetzt eine Brücke, die war doch gut. Nee, das machen wir anders, pass auf. Ich zeig dir das jetzt, wie wir es genau machen. Das sieht schöner aus. Ich baue mal bis hier. Das ist so ungefähr... Einlaufen. Ah, ist der landwirtschaftliche Teil? Ja, ein Stückchen ist nur weg. Ein Stückchen. Der ist da hinten. Jetzt haben wir es hier. So. Und dann können wir es ja hier auch eigentlich anpassen, ne? Von der Höhe her. Dann bauen wir hier so einen kleinen Canyon. Warte, Sekunde. Das sieht, glaube ich, ganz cool aus. Also hier zumindest.
Wenn wir es jetzt hier auch wieder anheben. Oder? Beispiel sowie Expansion zugehören. Ah ja, San Francisco Set. Genau, das Asset Pack. Richtig, genau. Stimmt. Danke, Andi. Dankeschön. Wir können noch ein bisschen so verschmelzen hier den Spaß. Können wir vielleicht später nochmal anders machen, aber. XXN Grand Canyon. Nein, es ist kein XX, Leute. Aber wisst ihr, was ich meine? Kein Problem, war ja nur kopiert. Ja, aber trotzdem, danke dir. So, guck mal. So, jetzt müssen wir hier nochmal rüberziehen. Kann ich denn auch einfach eine Brücke bauen hier? Aber nur eine zweispurige, ne? Das ist halt echt schade. So, guck mal, jetzt sind wir da wieder. Passt das? Ich glaube schon, ne? Und jetzt können wir hier runtergehen. Guck mal, weil ich es so ein bisschen eben gemacht habe, oder? Oder? Guck mal. Das sieht doch gut aus. Da müsste ich da oben noch ein bisschen verbreitern, den ganzen Spaß. Vielleicht noch ein bisschen was wegnehmen vom Feld und dann... So, guck mal. Wobei, wir könnten das Ganze auch ein Stückchen vorpacken und dann fahren wir da jetzt rein. So, jetzt brauchen wir wieder hier. Wir gehen mal aus dem Parallelmodus raus. Ah, bin ich schon. Okay. Jetzt könnten wir hier die große Straße nehmen, ne? Warte mal, da müsste ich mal kurz anpassen hier. Sekunde, jetzt wird er gleich wieder meckern. Macht er es jetzt nicht weg? Ah, jetzt. So, warte. Einfach in den Kreisverkehr. Ja, ja, will ich ja machen. Will ich ja machen. Dazu habe ich, glaube ich, die Straße hier genommen, warte. So. Kreisverkehr. Das geht nicht. Der geht. So, muss ich das Stück hier wegpacken, weil ansonsten klappt das nicht. Das bauen wir gleich wieder an. Und dann jetzt hier mit der Straße. Den achtspurigen. Das geht nicht, schade. Sechs. Ja. So, und jetzt gehen wir hier runter und wo war das jetzt hier? Wo war die Schnellstraße? Ne, machen wir zweispurig, wa? Mal kurz den Raster nochmal nehmen. Dann ausschalten. Dann machen wir dreispurig. Geht auch. Fupp. So. Angebaut. Ja, ist nicht perfekt, aber es geht. Ist ein bisschen steil hier, ne? Doch, Starfield ist riesig, Leute. Starfield ist riesig. So, jetzt müssen wir hier noch was anbinden. Wieder Sekunde. Sieht ganz gut aus. Fürs erste Mal auf jeden Fall würde ich sagen, dass ich hier so eine Straße gebaut habe, auf jeden Fall. So, das ist wieder verbunden. Das ist hier jetzt auch gleich wieder verbunden. Jetzt mal Raster.
Da müssen wir diese doofen Ampeln hier wegmachen, ne? Hier war das. Ist so in Ordnung hier. Es gibt auch noch Zebrastreifen hier. Da auch nicht. Da auch nicht. Da erst recht nicht. So, die Frage ist, ob die Autos das nutzen hier, ne? Also ich denke nicht. Wird wahrscheinlich eine gewisse Zeit dauern, bis sie es nutzen, aber vielleicht für die Industrien. Das sieht ein bisschen komisch aus hier. Ja, wir könnten hier jetzt noch, warte mal, schon mal ein bisschen vorbereiten für später. Kann man das hier komplett bauen? Das ist natürlich auch geil, warte. Sekunde. So ein bisschen Schallschutzwände, versteht ihr? Ach, guck mal, da fahren sogar schon Autos weg. Geil. So, gucken wir hier. So ein bisschen verkehrsberuhigt. Könnt natürlich auch beide Seiten machen. Wie groß ist die Stadt schon? 10.000 Leute haben wir hier. Ich zeig dir die gleich mal. Ich zeig dir die gleich mal. Ich würde sagen, die hat sich schon schön entwickelt. Das ist noch nicht perfekt, aber guck mal. Gut, schade, dass die Dinger nicht gehen. Hier ist wahrscheinlich ein bisschen zu steil, ne? Aber ich denke, dass irgendwann auch hier die Autos dann irgendwann runter... Ah, guck mal, da kommen schon die ersten, seht ihr? Wir können ja mal kurz gucken. Oh, guck mal, wie schnell die Straße ist hier. Null. Mach mal kurz Pause. Achtung. Wir fahren mal mit dem hier weg. Ach, guck mal, der will zur alten Farm. Die alte Fabrik. Ziel. Schön. Wir folgen ihm mal. Boah. Ja, guck mal. Ja, gut, jetzt geht es ein bisschen steil runter hier, ne? Ah, wobei, ist einfach ein bisschen Sauerlandlinie, ne? So, guck mal, jetzt geht's runter hier. Da haben wir eine Ampel. Die Ampel müssen wir auch gleich mal entfernen. Die ist einfach Schwachsinn. Kasseler Berge, oder so, ja? So. Boah, fast Unfall. Habt ihr das gesehen? Eieiei. So, los zur alten Fabrik. Oder Bielefelder Berg. Ist schon cool geworden, finde ich. Richard Misimovic immer. Der will zur alten Fabrik. Guck mal, da kommt unser Bus. Hier, unser Überlandbus. Ampel. Das ist hier eigentlich eine Ampel. Naja, egal. So, aber gucken, wo der hinfährt. Ich weiß nicht, wo das ist, ne? War gerade speichern. Das ruckelt dann einmal kurz. Zur alten Fabrik, sehr verdächtig. Ah, wer weiß. Und da oben seht ihr rechts jetzt die Zuglinie. Da werden wir Güterverkehr anbinden. Da werden wir hier recht viel Forstgebiet auf der linken Seite. Und da werden wir es anbinden. Und wir machen jetzt mittlerweile auch wieder ordentlich Plus, ne? Guck mal, 3000. Ja, ist schon ordentlich. Und vom Strom her sind wir auch, glaube ich... Oh. Wir müssten, glaube ich, doch nochmal anderweitig Strom bauen. Oder hier, guck mal, wir müssen mal wieder ausbauen hier, ne? So, guck mal, jetzt geht's hier durch die Stadt. Da geht's Richtung Bildungszentrum. Und hier rechts geht's Richtung... Ah ja, hier. Da geht's Richtung... Richtung Zentrum direkt. Hier über die große Brücke. So, ich zeige euch das mal eben kurz hier, oder? Wo gefragt wurde. So, das ist hier unsere Stadt bisher, ne? So, hier. Hiermit habe ich angefangen quasi. Hier mit, ich glaube, es war mit dem Industriegebiet und mit dem Bereich hier. So, wir haben hier einen schönen Blick auf den See. Guck mal, da oben sind schon wieder... Die sind unglücklich, die Leute. Da müssen wir gleich mal gucken, warum. Ja, dann haben wir hier mittlerweile auch Müllverbrennungsanlage. Aber ich glaube, die bringt nicht so viel ein, wie ich denke. Wobei, doch. Die produziert ordentlich. Aber wir verbrauchen halt auch relativ viel, ne? So, was haben wir hier? Hohe Ressourcenkosten. Okay, da müssen wir ein bisschen gucken.
Das ist unser Industriegebiet hier. Hier ist unser Friedhof. Und hier ist der andere Teil. Was ist denn bei denen schon wieder hier? Sind schon wieder die Billigdinger hier, ne? Kleine Häuser. Gute Bildungseinrichtungen. Unzuverlässiges Internet, viel Lärm. Was waren denn das für Gebiete hier? Warte mal. Bauen wir das hier. Das können wir vielleicht auch mal. Warte mal. Reißen wir das mal ab hier. Und setzen hier mal die hier hin. Guck mal, die bauen direkt wieder, ne? Schön. Hier haben wir einmal unsere höhere Schule, also Sekundarstufe 2. Hier haben wir unser College. Ist auch gut besucht. Und hier haben wir unseren. Ah, warte mal, ich wollte mal gucken hier. Oh, guck mal, es ist voll, Leute. Unterirdischer Parkplatz. Wahnsinn. Ah, der Stau hat sich gelegt. Guck mal. Wir gucken mal hier. Wie sieht's hier aus? Ach, guck mal, der Stau hat sich hier auch fast gelegt. Das braucht, glaube ich, noch ein bisschen. Aber ich denke, das ist schon mal ganz gut. Hier haben wir auch wieder ein Gebäude. Was halt? Diese billigen Wohnungen hier, ne? Diese Geringverdienerwohnungen müssen alle weg hier. So, da bauen wir das hier hin. Ich glaube, die wollen hier eher wohnen. Seht ihr? Guck, da ist der Bedarf. Und kleine Häuser, ne? Ich glaube, wir könnten hier jetzt auch noch ein paar hinbauen. Wie sieht es denn allgemein aus mit... Warte mal. Oh, Gesundheitsversorgung. Hm, schwierig. So, warte. Fupp. Ich glaube, die sind... Ja, warte mal, machen wir das mal weg. Füllen hier. Komm, da wird auch direkt gebaut. Hier auch. Hier können wir auch direkt bauen. Da können wir, glaube ich, auch. Und hier ist, glaube ich, auch sehr beliebt. Müssen wir mal gucken. Schauen wir mal, ne? Wolltest du ein Ghetto bauen? Ja, irgendwann mal. Irgendwann mal. Jetzt aktuell erstmal noch nicht. Wir haben uns jetzt erstmal um ein kleines Verkehrsproblem gekümmert. Und die Gesundheitsversorgung ist nicht so toll. Guck mal. Krematoriumverfügbarkeit, Gesundheitsförderung, Friedhof. Aber wenn ich jetzt das hier hinbaue, verstehe ich nicht. Oder wir müssen echt mal Richtung Krankenhaus, ne? Dass wir mal ein großes Krankenhaus bauen. Das könnten wir dann hier hinsetzen. Würde ich jetzt behaupten. Wir haben ja noch ein paar Punkte übrig, ne? Recyclingzentrum wäre irgendwann auch nicht schlecht. Krankenhaus, 2 Punkte. Was kostet das? Seuchenschutzbehörde, Gesundheitsamt. Ach, warte mal, wir müssen noch was anderes bauen. Wo war das hier? Wo war das Sozialamt, Leute? Habe ich das schon gebaut? Hier. Sozialamt brauchen wir auch. Und Polizeihauptquartier können wir auch gleich direkt mal freischalten. Und Gefängnisse. Kommt auf irgendeiner Insel, Leute. Da bauen wir so richtig so Alcatraz-mäßig eine Insel. Definitiv. Das finde ich ganz cool. Große Parks wäre auch nicht schlecht. Und Sportparks, Leute. Ja, da brauchen wir noch ein paar Punkte, ne? Im zentralen Bereich bauen. Das ist der zentrale Bereich. Hier wohnen die meisten Leute in diesem Gebiet. Hier. Hier ist die größte Bevölkerungsdichte. Hier wohnen knapp 90 Leute pro Hütte. Guck mal. 96... Das noch mal ein paar kleinere. Aber hier wohnen halt 2. Versteht ihr, wie ich meine? Also es ist schon das größte Ballungsgebiet hier. Also es ist schon das größte hier. Wenn du jetzt hier ein Krankenhaus hinbaust, guck mal, an zentraler Stelle, dann hast du halt wirklich eine gute Abdeckung, ne? Also hier. Das ist schon sehr zentral. Und du hast ja, wenn du das baust, 530 Krankenwagen zusätzlich und eine Kapazität von so und so viel Patienten. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie hier die Auslastung ist. Wo war das jetzt hier? Guck mal, Klinik. 11 von irgendwas.
Die ist nicht so hoch, ne? Okay, ich habe nichts gesagt. Ja. So. Aber die Frage ist, soll ich das... Oder ich baue das hier in dem Bereich. Hier das Krankenhaus. Das ist ja nochmal ein bisschen zentraler. Da können wir hier noch einen Weg bauen. Ja, ich glaube, das wäre besser. Dann machen wir das doch so. Pass auf. Dann bauen wir doch hier. Nee, das will ich nicht. Das auch nicht. Lass uns doch hier einfach. Hier mal so eine kleine Strecke bauen. Dann lass uns hier. So. Dann bauen wir hier noch ein bisschen. Schlängeli-Dängeli. Dass wir das ja auch schön mitnehmen können, diese Optik hier. Ich mag das hier so an den Klippen. Ich mag das wirklich, dieses Bauen hier. Das ist ja einfach so eine ruhige Einbahnstraße. So, da können wir hier vielleicht sogar noch... Warte mal, so einen kleinen... Guck mal. So einen kleinen Kreisverkehr. Dann sollten wir uns Steilküste, ja, ich mag sowas. Also ich bin da echt großer Fan von. So, warte mal. Dann bauen wir hier das Krankenhaus hin. Das wertet den ganzen Spaß ja auch nochmal auf. So. Guck mal, ein riesen Krankenhaus. Guck mal, wie geil das ist. Das kannst du später noch erweitern, ne? Sieht schon echt gut aus. Tourismusmagnet? Ah, weiß ich nicht. Was haben wir hier noch? Traumazentrum. Oh ja. Spezialbehandlung. Hubschrauberlandeplatz. Ui. Und wir müssen uns gleich mal noch um Bezirke kümmern. Das machen wir auch nochmal. Ich scheitere gerade am Verkehrschaos. Echt? Ich habe jetzt gerade hier eine neue Umgehungsstraße gebaut. Hier hinten. Die wird, glaube ich, relativ gut genutzt. Weil guck mal, der Stau ist weg hier. Guck mal, der ist weg. Haben wir jetzt hier stattdessen Stau? Nö. Guck mal, das heißt, die fahren von hier jetzt rein und fahren auch von hier rein, ne? Finde ich sehr gut. Was wir auch nochmal machen könnten, wäre vielleicht noch eine separate Abfahrt. Hier vielleicht noch irgendwo oder da vorne später, die dann hier ins Industriegebiet führt, ne? Kreisverkehre bringen es, auf jeden Fall, ja. Viel mit Kreisverkehren arbeiten, das ist richtig. So, guck mal, jetzt haben wir hier das große Krankenhaus. Was kostet der denn? Boah, kostet richtig viel Asche, ne? Boah, 6.000, das hat uns richtig Geld gekostet. Was wollen die denn alle? Unzuverlässiges Postwesen. Oha, wir müssen uns um Post kümmern. Und Internet. Verkehr ist schon besser geworden. War schon mal schlechter. Was hat er denn jetzt schon wieder zu kacken hier? Das sind schon wieder die Sozialwohnungen hier, ne? Kleine Häuser, Kriminalität. Ja, ist klar. Was wohnt denn auch hier? Mann, Mann, Mann. Immer das Gleiche mit den Leuten, ne? So. Da bauen wir die hohe Dichte wieder hin. Weil die meckern wenigstens nicht. Ich glaube, wir müssen echt so... Was? Ich habe gefühlt 1000 Stück bei 5.000 Leuten. Was? Autos oder was? Oder wie? Oder wie? Oder was? Und immer schön hier Bäume pflanzen, Leute. Ne? Das sieht später so geil aus, wenn die alle... Wenn die alle ready sind. Aber hat unsere Autobahn auch noch welche? Schön Bäume pflanzen hier. Sieht später so spektakulär aus. Glaubt mir. Das ist einfach richtig cool später. Immer schön Bäume pflanzen. Die wachsen dann auch. Homer City wird jetzt Paradies der Postkarten-Influencer. Ja, auch. Auch. Da brauchen wir auf jeden Fall ein Postzentrum. Wie funktioniert das überhaupt mit der Post? Das habe ich noch gar nicht verstanden. Oh, warte, warte, warte. Die parken hier schon wieder in den Straßen. Nee, 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 meine Freunde. So war das nicht hier. Warte mal. Da muss ich wieder die Straßen hier anpassen, ne? Meine Freunde der Sonne. Da könnt ihr nicht parken. Hier ist absolutes Parkverbot. Ich glaube, ich spinne hier. Kostenlos parken. Hier in Homer City gibt es nichts kostenlos parken. Hier wird richtig schön geblecht. Kostenloses Parken. Ich glaube, ich spinne, Alter. So.
Das ist... Mal hier. Toll. Olli, Steffen, Mahlzeit. Können Sie vielleicht unter deiner Brücke die Straße noch anschließen? Dann müssten die nicht über den Landwirtschaftswege. Habe ich die echt nicht angeschlossen? Unter der Brücke? Was meinst du jetzt? Welche Straße meinst du denn, du? Du könntest vielleicht unter deiner neuen Brücke noch anschließen. Ich habe doch alles eingeschlossen, oder? Oder meinst du das hier? Ist doch alles hier angeschlossen. Oma Parkplatz, Mafiosi. Ein Zentrum und Briefkästen verteilen, meines Wissens. Ah, ein Zentrum. Okay. Gut. Irgendwas, wo ich sage, genau das, was du zeigst. Da müssten die nicht den Umweg nehmen. Aber die können doch hier rüber. Das ist ja keine Autobahn jetzt. Das heißt, die können hier abbiegen. Oder wie meinst du das? Weil die kommen ja von hier. Und können dann darüber. Also es gibt da gelbe Kästen, da wo man rein... Wenn ich weiß, was Briefkasten ist. Das weiß ich. Aber die können da... Deine Canyonstraße nach oben ziehen eventuell. Ach so, du meinst die hier. Diese Straße hier, die will ich ja gar nicht anbinden. Wollte ich ja gar nicht. Wobei, da könnten wir ja eigentlich... Warte mal, da habe ich noch eine andere Idee. Sekunde, bitte warten Sie. Uno momento, por favor. Ah, so, okay. Diese Canyonstraße. Ja, sagen Sie das doch, bitte. Oma, Legende, guter Mann. Ja, weiß ich nicht. Aber moin. Silos, Grüße. Legende, weiß... Nee, nee. Nee. So. Wir könnten hier noch... Warte mal, so eine Kreuzung. Was haben wir denn für Kreuzung? Können wir nicht hier... Nee, lass die wieder hier. Das geht wieder nicht, ne? Was ist das denn für ein Riesending? Das macht keinen Sinn. Ich will eigentlich nur in eine Richtung. Diese Straße. Wir könnten ja einmal hier und einmal da hier so runter. Dann im Kreisverkehr und dann... Das wäre eine Idee, ne? Warte. Sekunde. Nee. So. Können wir hier ein bisschen abgleichen. Da können wir hier runter. Ah, da können die hier wieder nicht rauf, ne? Ah. Hast du das bei den Spezialgebäuden, das Teil zweimal bauen musst, damit es angenommen wird? Nee, bisher noch nicht gehabt, Ronny. Nee. Also bisher noch nicht. So, es ist eine Schnellstraße, ne? Können wir hier... Also bisher habe ich das noch nicht gehabt. Da müssen wir hier ein bisschen abflachen, ne? Ein bisschen breit, ne? So. Es könnte ein bisschen steil werden, ne? Müssen wir mal gucken. Ah, nicht parallel bauen, sorry. Ja, einfach.
Bisschen steil, ne? Oder? Ist ja eine Abfahrt. Ja gut, stimmt. Abfahrten sind immer steil, ne? Stimmt schon. Ach, guck mal, der hat sich sogar einen Tunnel gebaut. Das ist ja geil. Finde ich gut. Guck mal, ist gar nicht so verkehrt. Oder? Ah, ein bisschen arg steil, aber... Boah, ich hoffe, irgendwann das Tool, dass man wieder Höhen verstellen kann, ey. Das stört mich schon. So. Und hier können wir dann ein bisschen abflachen, ein bisschen höher machen, oder passt das? Aber Tunnel ist nice. Ich finde den auch nicht schlecht. Ja. Vielleicht können wir hier auch einen Tunnel bauen. Vielleicht zieht er jetzt hier auch einen Tunnel hoch. Das wäre auch mega nice, warte. Baut er hier auch einen Tunnel? Yo. Der baut ja auch einen Tunnel. Nee. Guck mal, hier macht er... Ach komm, leck mich doch. Nee, das geht nicht. Nee. Das ist Schmutz. Das können wir so nicht machen, Leute. Das geht nicht. Nee. Tunnel ist immer praktischer. Ja, meistens, ne? Das müssen wir ein bisschen abflachen hier. Sekunde. Nee, das sieht scheiße aus jetzt. Warte mal, ich flach das mal ein bisschen ab hier. So, vielleicht sollten wir hier, warte mal. Warte, hoch wollte ich, ne? Ein bisschen. So, also ein bisschen abflachen. Da war die Klippe ein bisschen zu steil, deswegen will ich hier ein bisschen abflachen hier, ne? Warte mal, jetzt können wir hier vielleicht ein bisschen runtergehen. So. Das ist immer noch ein bisschen zu steil, ne? Warte mal, wir nehmen mal ein bisschen was raus hier. Flachen wir mal ein bisschen ab hier. Ah, ein bisschen zu. Gucken wir mal. Gucken, was funktioniert. Man muss sich immer ein bisschen ausprobieren in dem Game, ne? Das ist halt immer das. Oh, 5000 Miese machen wir wegen dem Krankenhaus, ne? Ich glaube, das ist okay. Das ist okay. Würde ich jetzt sagen. Das ist in Ordnung. Zwar auch steil, aber... Es geht, ne? Es geht... Geht vielleicht auch besser, aber wir könnten hier... Ach, scheiße, das geht nicht. Aber dass man das auf Brücken nicht machen kann, ne? Finde ich echt so schade. Man kann schon viel machen, aber... Alles halt auch nicht, ne? Naja, gut. Ich sag mal so... Nee, das gefällt mir nicht. Es gefällt mir nicht. Es gefällt mir nicht, Jungs und Mädels. Das ist nicht so, dass wir dich will. Vielleicht müssen wir hier ein bisschen ankippen, damit wir da ein bisschen hochkommen, ne? Nee, das gefällt mir irgendwie nicht hier. Gefällt mir irgendwie nicht hier. Vielleicht ein bisschen. Zu spät. Nee, zu spät ist es nicht. Ich würde hier die Wände unten wegnehmen. Ja. Wir gucken mal hier. Das ist halt immer noch sehr steil, ne? Ich glaube, ich müsste hier ein Stück wegnehmen.
damit wir dann nicht mehr so tief hier reinkommen, ne? Die Rampe ist immer noch steil, ey. Ich finde es nicht mehr so steil jetzt. Sieht steiler aus, als es ist. Ich glaube auch, ne? Wir gucken noch mal hier, Leute. Wir checken das noch mal. Es geht. Ich würde trotzdem hier diese Dinger hier unten, würde ich sie weglassen, ja. Also ab hier würde ich so aufsetzen. So, die Wände. Ah, die Wände finde ich ganz cool. So, guck mal. Das ist schon mal ganz cool. Da haben wir mal zusätzliche Anbindung. Was brauchen die? Postwesen. Wir brauchen Post, Leute. Aber wir brauchen auch erstmal mehr Fläche. Das ist ja einfach alles schwierig. Guck mal, es fahren hier auch schon Leute runter, ne? Finde ich gut. Ja, warte. Wir müssen hier wieder die Parkplätze wegmachen. Hier kommt nämlich ein schöner Grünstreifen wieder hin, ne? Hier auch. Da auch. Und da auch. Die sollen hier nicht parken. Die Schlawiner hier. Macht euch weg. So. Guckt ihr mal die Zebrastreifen an. Ja, die sind wild. Warte, die müssen wir aber wegmachen. Sekunde. Und Ampeln. Leute, wer baut denn hier Ampeln hin? Jetzt mal ehrlich. Warte, weg. So, Zebrastreifen können wir auch wegmachen. Weg. 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 So, Problem behoben. Nö. So, in der Region hier können wir definitiv... Das sieht immer noch so, so... Das ist noch nicht ganz fertig. Ich weiß nicht, wie ich das hier am besten... Oh, ich habe eine Mega-Idee, Leute. Ich habe gerade eine Mega-Eingebung. Ich glaube, das machen wir später.